Einen wunderschönen guten Abend. Was lange währt, wird hoffentlich mal wieder gut. Ich habe heute mein Bruderherz wieder mit an Bord. Und wir wollen unsere Kampagne mal weitermachen. Stimmt's? Ja. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ich muss gestehen, mir ist bullenheiß hier in meiner kleinen Kammer. Und so wirklich meinen Ventilator hinter mir anmachen, glaube ich, bringt nichts. Ja gut, das Problem habe ich nicht. Ich habe es schön angenehm hier. Ich weiß nicht, ich glaube unter 20 Grad bei mir in der Bude. Ernsthaft? Ja. Also es hat gerade bei uns so ein bisschen aufs Dach geregnet und ich habe so den Eindruck, das hat vielleicht 1 Grad verändert, um ehrlich zu sein. Internetleitung scheint wohl auch nicht sehr nett mit dir zu meinen. Sag nochmal was. Test, Test, Test. Ja, du bist bei mir total verkrüsselt und abgehackt. Irgendwas stimmt hier wieder hinten und vorne nicht. Jetzt geht's wieder. Ja, wir probieren es mal, vielleicht kriegt es sich wieder ein. Ich muss gerade mal ein bisschen scrollen, weil ich hatte, bevor ich den Stream gestartet habe, habe ich mal einmal eine normale Kampagne geladen, die hat auch ewig gedauert. Tatsächlich. By the light of the lady. Ich glaube, ich war da dran, Marienburg weiter zu vernichten, wenn ich mich da so recht dran erinnere. Ja. Ja, 2 Armeen, das ist natürlich wieder richtig toll. Jo. Gebaut habe ich, glaube ich, alles noch. Forschung läuft auch. Ja, ich glaube, ich gebe die Runde mal weiter. Hallo, Jockelschorsch. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Nerds ist relativ wahrscheinlich. Also, wir stecken schon so ein bisschen in der... Okay. Ich denke, ihr kennt euch. Ja, Mattes ist an Bord. Ja, hi David. Dann kennst du uns doch. Kann man uns als Nerds bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Hast du jetzt die Runde abgegeben? Nee, ich war gerade abgelenkt. Ja. Weißt du, was mich nervt, Mattes? Ich habe mir ja die Aldi-Klimaanlage bestellt hier, ne, für Julius. Und für einen Hausflug quasi, dass wir ein bisschen kühler hier reinkriegen. Jetzt sollte die heute kommen, kriege ich eine Mail heute Mittag. Ja, wir sind irgendwie im Stau geraten, verzögert sich um 1-2 Tage. Ja, toll. Das ist krass. Das ist alles Kacke. So, ich denke, Grünburg werde ich jetzt verlieren. Aber mal schauen. Ah, ich habe immer noch deine Waldelfen im Kopf. Stimmt aber gar nicht. Du bist ja das Imperium. Ja. Grünburg. Boah, das sieht nicht gut aus, was da steht. Wie ist denn der Status mit Nullen? So, komm ich. Also, ich bin nur mit den Rebellen am Krieg. Ah, okay. Ja, kann man. Okay. Wie geht's dir denn so? Wir haben uns ja auch ewig nicht gehört oder gesehen. Du bist zwischendurch immer wieder abgehackt. Und ja, David, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Das, wir wechseln uns ab. Wenn ich dran bin, dann sieht Christian halt nur, wenn ich mich halt bewege oder sowas. Ja, oder wenn ich halt Schlachten führe. Aber da bin jetzt an die eine Armee nicht drangekommen, deswegen passiert dann halt in seiner Runde nichts. Oh nee. Was willst du von mir? Was? Ah, der rote Baron. Der rote Herzog, der will hier einen Nicht-Angriffspakt.
Na komm, solange wie ich da mit Marienburg unterwegs bin, zack. Ja, aber sowas von nicht. Also ich schon. Hey, ich hab nicht markiert. Doch, ich hab markiert, glaube ich, ab 18. Nee, oben ohne, das ist okay. Mehr nicht. Ja, das freut mich zu hören. So. Christian, du musst auch dann da schon mal weitermachen. Ja, ich bin gerade abgelenkt. Ey, verdammt, wo ist die zweite Armee hin? Ach du Schande, der verstärkt die Festung Bergberes. Ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt mich Richtung Korsel aufmache, dann fällt er mir in den Rücken. Mit zwei starken Armeen. Welche sitzt denn? Wieso greift er, wieso greift er jetzt Übersteig an? Warte. Ja, komm. Das kriegen wir irgendwie hin. Dann zeig ihm das mal. Ich befürchte, dass der Kommandant mich halt da auseinander nimmt, aber. Außerhalb der Siedlung. Ja, das ist sowieso aus, weil nur eine kleine Siedlung. Nippeli, ja. Kommandant ist leider, glaube ich, auch ein Fernkämpfer, deswegen. Eigentlich sieht es nicht so schlecht für dich aus. Das Ja, der Problem sind Kommandant die ist das Problem. Pistoliere. Was lädt das denn schon so lange? Ich habe keine Ahnung. Also lange gucke ich mir das nicht an, dann brechen wir das ab. Also irgendwas passt hier am Rechner nicht. Ich befürchte, ich hätte ihn neu starten müssen. Ja, zumindest bis jetzt nicht mehr verkrüsselt. Ja, mal gucken. Oder Microsoft Windows ist wieder der Meinung, jetzt ein Update ziehen zu müssen. Das kann natürlich auch sein. Pipi machen? Ne, da schwitze ich alles aus gerade. Magst du mir irgendwie die Schwertkämpfer unterstellen? Dann mache ich Flankenangriffe? Oder Pikeniere oder so? Oder willst du alleine führen? Okay. Hauptsache bleibst du bald. Man zumindest ein bisschen schutzvoll in Also, Pistolieros. Mathis hat ein bisschen zu wenig erzählt über das Spiel, weil du hast nur auf der Kampagnen-Map quasi rundenbasiert. Die Kämpfe sind in Echtzeit. Ja, kann man aber pausieren und Yes, sir, quickly. Yes, Sir. Quickly, wo sind Sie denn noch da? Dann gehen wir doch hier hin. Ach, ich hab den General unter mir. Scheiße. Geh du mal hier rum. Oh, ein bisschen komisch gezeichnet, aber egal. Ach, da meinst du, ja, okay. Ja, das ist, glaube ich, jetzt schon fast zu spät, ne? Nur soll ich dir den General wirklich wegnehmen? Wichtig noch schnell. Ach, guck an, da kommen seine Schwertkämpfer. To battle. Wie meinst du das mit online?
Ach, shit. Das ist übrigens ein magischer Held, ne? Na komm, egal. Attacke. Nehmen wir sie hier auseinander. Also es, zu schnell, die Typen. Ja, also es geht tatsächlich hier rum, dass du versuchst, die zu flankieren, damit die Moral bricht und dass sie dann abhauen. Das siehst du hier oben an dem Ausrufezeichen, dass die schon nicht in einer guten Position mehr sind. Ne? Zuversichtlich sind sie noch, aber sie werden von hinten angegriffen. Die Einheit verliert, klar, weil die sich nach zwei Seiten verteidigen muss und ist halt hoch bedroht. Hör mal kurz auf zu reden. Du wirst nämlich gerade, ist gerade wieder gar nichts. So, jetzt auch nochmal was. Ja. Ich verstehe es. Nee, also es ist kein reines Online-Spiel. Also eigentlich eher ein Singleplayer-Spiel, wo du dann halt Koop-Kampagne machen kannst oder halt jetzt in dem Fantasy-Szenario hört sich das komisch an, aber historische Schlachten machen kannst. Das ist die Total War-Reihe. Die gibt's halt in verschiedenen Zeitsequenzen und so. Grüß dich, Fake Uriel. Welche meinst du? Da, wo markiert ist. Ich sehe keine Markierung tatsächlich. Ach, da! Die rein. Ja, alles klar. Jetzt so ein bisschen hin und her chargen. Naja, die Schwertkämpfer sind gleich raus. Versuch noch. Ja, ich kriege aber auch den Champion, kriege ich halt überhaupt nicht down. Ja, das deswegen ist, müssen wir also zusehen, dass wir die jetzt gleich hier knacken. Da vorne jetzt aber auch nicht weglotsen. Lass sie drin. Ja, der Computer hat sich so doof aufgestellt, dass die Pistoliere nicht schießen können. Die geben nur hin und wieder mal einen Schuss ab. Das ist, Solange wie deine Speerträger da hinten die Stellung halten. Ja, verlieren tun wir das. Ich krieg halt nichts tot. Gehen wir mal ein bisschen schneller hier. Also, wie muss ich gerade lesen? Du musst häufiger mal beim Online-Spielen auf Toilette und deckst dich dann beim Edeka mit Fleisch ein. Patrick ist auch da. Der Affe, ey. Vorsicht, Freundchen, kriegst du Montag wieder. So, da hauen die ersten ab, jetzt mal erstmal in die Speerträger rein. Ja. Ja, meine halten noch da vorne. Ah, der Magier, ey. Verdammt, jetzt bricht gleich unser General weg. Ja, die anderen kommen wieder, die gefallen jetzt der Hauptwaffe gleich im Rücken. Charge! Nee, in dem Universum nicht. Da muss man nicht miteinander reden. Wie? Was reden wir? Nein, wir beide, aber unsere Truppen nicht. Nee. Können deine Speerkämpfer noch da bei den Feinden mithelfen? Ich bin da dran gewesen. Oh, lauft ihr Feiglinge. Richtig lustig wird's dann nachher mit meinen bretonischen Rittern. Oder Lex wieder. Ach, Mann. Ist doch zum Mäusemelken. Immer noch? Ja. Wie ist das denn im Stream? Bin ich da sauber zu verstehen oder gibt's da auch Lex dann da drin? As long as we have none of them!
Vorne werde ich jetzt gleich alles verlieren. Aber die Rückeroberung dürfte dir gleich leichter fallen. Ja, ja, der wird das sowieso noch plündern. Ja, das ist... Ah, okay, nur das Bild ruckelt. Okay. Wir haben jetzt hier eine Verteidigungsschlacht von einem kleinen Dorf von Mattes. Und ich unterstütze ihn da quasi mit seinen eigenen Einheiten. Und das ist diese blauen, das sind Rebellen. Und jetzt nachher in der... Wir werden also das Dorf höchstwahrscheinlich verlieren, weil wir keinen Helden haben. Und hier vorne ist ein feindlicher Held. Ein Fernkampfheld, was immer toll ist, wenn man selber keinen Fernkampf hat. Aber Verstärkung kommt. Fliehen die wirklich? Ist doch nicht. Naja. Jetzt flieht unser Befehlshaber. Ja, gebrochen. Aber guck mal, knappe Niederlage. Ja, dafür, dass es umsonst Einheiten sind und so. Meine Stimme oder von Mattes? Was? Wer meckert? Der Jockelschorsch. Deine Was Stimme so? War ja noch nie so schön. Die Frage ist ja, halt jetzt, schön. Mein oder deine? Ich glaube, es war auf deine Ruckler da bezogen. Das denke ich auch. Ja, wobei im Stream hört sich meine Stimme wohl normal an. Nur das Bild ruckelt. Ja. Naja, passt schon. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe wieder eine Ladezeit rausgetappt. Yeah. Ja, sorry, wird jetzt ein paar Sekunden dauern. Weißt du was? Ich bin das gar nicht in Schuld, das bist du, hä? Jetzt gerade auf jeden Fall, es war wieder dumm. Beide. Ja, morgen habe ich erstmal wieder eine Nachtschicht vor mir. Das wird auch wieder lustig. Jo. So, mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück und er plündert nur. Vernichten wäre tatsächlich das Beschissenste. Jo. Aber er hat, glaube ich, nur geplündert, ne? Mhm. Apropos plündern. Ich habe schon wieder Plünderer vor Ort. Warum habe ich hier schon wieder Orks? Ach, ja. Damit es dir nicht langweilig wird. Dekrete Bretonias erforscht. Oh, natürlich, Rekrutenknappheit. Plus 25% für alle Armeen. Yes, das ist das, was man immer gerne haben möchte. Habe ich noch irgendwo einen Helden frei? Witterlichkeit, Nahkampfangriff 10. Witterlichkeit, Angriffsbonus 25%. Ich glaube, Tancred Le Bieu. Was fehlt denn? My strength and wisdom are yours. Was kann ich denn gegen die Scheiß-Skaven-Korruption machen? Wie viel Geld habe ich denn? Es ist auch nicht so viel. Bauern? Na super. Zwei fahrende Ritter.
Ja, ich glaube, dann nehme ich tatsächlich noch zwei normale Speerknechte dabei. Ich muss Geld sparen. Gucken, was wir in die nächste Forschung gehen hier. Wirtschaftliche Armhäuser, Einkommen aus Höfen. Ich glaube, ich spreche ein Dekret über die grüne Welle aus. Diese fürchterlichen Orks, die tun weh. Sag mal, Piep. Klar ist das live. Ja, komm, die grüne Welle. Tollen Namen hast du dir ausgesucht, Patrick. Champion of the Lady. Ich glaube, eine Runde bleibe ich noch in der Festung. Darf ich dann wieder? Ja. Das ist schön. Ja, eigentlich hätte ich ja noch ein bisschen Diplomatie betreiben können, aber mir geht's gerade so ein bisschen wie damals die Wehrmacht, ne? Mehr Frontenkrieg ist doof. Automatisch. Das Okay. lohnt nicht. Hans Frankenwurter. My orders are to move. Schön, schön, schön. Erst pumpen. Ja, ich muss eben hier die Rebellen noch machen. Danach kann ich dir sofort zur Hilfe kommen. Jo. Das Problem ist halt, dass der Hauptheld von Marienburg fast eine volle Armee da stehen hat. Plus die Garnison und eine zweite Armee zur Unterstützung. Und die Festung Bergbrees will ich eigentlich haben. Och, Tschui wäre aber auch schön gewesen. Es hat aber einen anderen Hintergrund. Also wenn ihr wollt, da oben ist dann auch so ein Button, Follow. Dürft ihr gerne draufdrücken. Würde ich mich sehr darüber freuen. Weil Mathis und ich machen das eigentlich recht. Naja, eigentlich wollten wir es regelmäßiger machen, aber durch meinen Wollte Job gerade war es ein bisschen schwierig in letzter Zeit. Und ich bin aber recht häufig tatsächlich für meine Verhältnisse noch online. Und demnächst startet die zweite Liga von Blood Bowl 2 in Fantasy Football, was in der gleichen Fantasy-Welt spielt wie das Spiel hier. Nur, dass man da Football spielt. Allerdings spiele ich da nicht die Franzosen, sondern da habe ich die lieben kleinen Untoten, die dann auch gerne mal einen Spieler für ihre Zwecke rekrutieren, wenn sie ihn umbringen. Juhu! Also ich finde, wir müssten mal ein paar Fraktionen auslöschen. Das sind zu viele, die ihre Züge noch Ja, ich bin dabei. machen.
Das Beschissene ist halt da, ich habe halt dasselbe Problem wie du mit der Festung Bergbrees. Festung, da kommt man halt nicht mal eben so durch. Vielen Dank für den Follow. So, ich frage mich, wer baut seine Armee jetzt gerade stärker auf? Der Ork oder ich? Oh, natürlich wieder ein Minus. Uiuiui. Die Frage ist ganz, ganz leicht zu beantworten. Keiner von beiden, sondern es macht hier gerade Marienburg. Die bauen sich am stärksten auf. Ja. Die Frage ist, wenn ich jetzt Ewarts von Wulfen attackiere, kriegt er die Unterstützung von der Festung noch? Sieht eigentlich nicht aus, ne? Der müsste weit genug weg sein. Weil dann... Wenn überhaupt, dann nur so gerade eben. Ja, ne, dann... Aber im Prinzip ist es doch gut, wenn dir... Weil dann kommen die aus der Festung raus halt. Mhm. Weil das halt schon dann echt ein harter Kampf wird. Ja, die Frage ist halt, soll ich abwarten oder soll ich lieber attackieren? Speichern. Speicher im Appetit an. Das absolutes Desaster wird, kannst dich immer noch zurückziehen. Oh, Scheibenkleister, ey, wenn die Ritter nicht so teuer wären. Tja. Das war einer zu viel. Noch Speerträger, dann brauchen wir noch Landsknechte. Was ist denn dieses blöde Event noch? Na klar, für 8 Runden habe ich dieses Event noch, Kontrolle minus 20. Das ist also ein kleines Event, dass meine Gebiete immer von Orks überfallen werden und dementsprechend unglücklich ist meine Bevölkerung. Und dann kommen halt immer wieder so nette Armeen wie die hier. Und der wächst schneller als ich. Scheinkleister. So. Ich sehe leider nicht, was der hat. Nachtgoblins und Goblin-Bogenschützen. Aber Fanatics hat er schon da drin. Oh, oh, oh. Das wird lustig. Lustig. Aufrüsten kann ich aber nicht. Solange es Goblins sind, ist das halt kein Problem. Die sind nicht mal relativ schnell gebrochen. Ah ja. Ich kann jetzt hier auch gerade nicht wirklich was bauen, das ist nicht schön. Naja, oder? Vielleicht noch ein Feld hochziehen. Naja, das bringt nichts. So, no risk, no fun. Einmal abspeichern. Mache ich ja sonst nicht, aber... Ich habe auch keine Lust, da meinen Helden zu verlieren. Und? Ja, natürlich kriegt er die Verstärkung. Alter Falter, Rückzug. Das hat keinen Zweck. Ja, und jetzt habe ich natürlich den Segen der Herrin verloren. Ja gut, dann mach einfach weiter. Jo. Facecam habe ich nicht. Gerade eine Konföderation angeboten bekommen. Ja, nice. Habe ich mir doch gedacht, mach's mal. Ja. Ein Talabekland ist echt gut. Meine Güte, ey. Du bist ja schon oben an der Küste fast. Ach du heilige Scheiße. Oh Gott. Wie so ein Schwerthieb einmal quer durch die Landkarte. Alles, was hier rot ist auf der Karte, das ist Mattes. Ja, jetzt müssen wir mal eben gucken hier. Also, so völlig ins Minus gehen ist halt schon kacke. Was ist denn er? Oh.
More Time. Die dreckigen Ratten. Strike like snake. In Shadow. Weg. Ist auch alles gut. Ja, schön, kann ich da schon mal nirgendwo angegriffen werden. Oh, hier habe ich auch noch eine Armee. Ja, da hättest du die Möglichkeit, Mordheim eventuell Platz zu machen, ne? Ja. Ja, aber da hatte sich. Den kann ich nicht abschneiden. Helmut Feuerbach. Praise Sigma. Also das ist ja echt mal jetzt ein Zufall. Deine Armee wird angeführt von Helmut Feuerbach und direkt daneben ist Dietz Feuerbach aus Ostland. Ja. Mein Bruder. So viel zum Thema Bruderkrieg, ne? Es zieht sich so durch. Ja gut, die Ratten müssen da weg. Und danach muss ich mich, werde ich dir kurz hier hinten helfen und dann muss ich mich um die Vampire kümmern. Krugenheim, ne? So. Ich muss leider hier hinten. Autsch. Also Drakenhof ist echt stark geworden, ne? Das ist Manfred von Karstein, ne, der Held von denen. Böser Magier. Und Vlad oder Isabella, die leben auch noch. Die von Karsteins hier unten. Ich hört gerade sehr wenig Kohle, wa? Ja, frag mich mal. In zwei Runden bin ich wieder pleite, das heißt, dann habe ich wieder Verschleiß in meinen Truppen. Attack! Du bist auch so sehr beschäftigt. Ja, das ist alles gar nicht mal so toll. Aber hey, Dallapheim hat wenigstens vernünftige Infrastruktur. Die sind schon weiter ausgebildet als ich. Du hast nicht zufällig eine Armee, die du entbehren kannst, um da die... Nein. Wie denn? Ich bin ja... Also ja, ich habe jetzt eine Armee hier bekommen, aber ich bin ja arschweit weg von dir. Nein, bis dahin muss ich mich auch selber drum gekümmert haben, tatsächlich. Ich weiß nur nicht, was schlimmer ist gerade, dass mir dieser blöde Goblin da 161 Goldmünzen klaut. Immer stärker wird die Armee. Jetzt hat er nämlich seinen Kamikaze-Katapult schon. Oder halt Marienburg. Ich will jetzt mit denen keinen Frieden haben. Ich habe sie eigentlich recht gut schon. Not one step further, stranger. You do not walk my lands without my blessing, which you don't have. Heinrich Kemmler, du willst einen Nicht-Angriffspakt. Na komm, ausnahmsweise. Solange ich mir so ein paar Runden erkaufe, dass mir jetzt die Vampire nicht auch noch im Rücken fallen, beziehungsweise die Untoten, sollte das funktionieren.
Ja, Überschuss lagern. Ich habe eine reiche Ernte. Einfall steht bevor. Provinz das Ödland. Yay. Das ist jetzt echt nicht mehr schön langsam. Ich muss es riskieren. Stürmung Marsch. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade Marienburg verloren. So, jetzt wollen wir mal einmal noch mal gucken. Lord of Bretonia, welcome to Fair Bretonia. Militärischer Zugang, das ist doch schon mal schön. Zack. Alright. Magst du auch ein Schutzbündnis mit mir eingehen? Impossible. Natürlich nicht. Impossible. Was sollen wir? The lady grants you safe passage in these lands. Militärisches Bündnis? Very well. Yes. Das ist doch schön. The laws of chivalry demand I hear you. Ja, endlich handelt er mit mir. Vielleicht kriege ich dann mein Geldproblem noch ein wenig im Griff. Es wird zwar erst am Anfang noch weniger, aber hinterher wird es besser. Und all diese französisch klingenden Namen hier unten werden mal irgendwann zu meinem Reich gehören. Das kann ich sogar ganz friedlich mir einverleiben. Über Forschung. Schutzbündnis natürlich nicht. Habe ich noch irgendwas, wer mit mir handelt? Die Ostland. Komm, du handelst doch bestimmt noch mit mir. Yes. Sorry, Mattes, ich muss erstmal wieder mich um meine Finanzen kümmern. Ja, Nordland ist natürlich mal wieder nicht so begeistert. Heute Hochelfen. You called? Make your case quickly before my arrows fall. Aye, come then, Bretonian. I'll hear what you have to say. Greetings, Bretonian. Shed yourself. Brock Eisenhack. Die Zwerge, die sind auch sowas von stur immer mit. Der wird's auch ablehnen. Ja. Zwerge sind sowas von stur immer. Warum bin ich im Krieg mit Sylvanien? Ach, da hast du mich mit reingezogen, ne? Jupp. So viel zum Thema mehr Frontenkrieg. Ja, also da ist das komplette Imperium dazwischen. Ja, ja, ich weiß, das macht mir jetzt nicht so viel. So, dann wollen wir mal. Ach so, der ist ja auch noch. Nee, du bleibst da drin. Protector of the realm. Oh, ist klar, da sind die Rebellen schon. Och, Mann. Lukas Puttkammer.
Scheiße. Ich muss jetzt gleich die eine Armee vom Arsch der Welt zu mir rüberholen. Plan Kretzus. Draußen im An. Ja, ja. Jetzt dräng mich nicht! Ach du heilige Kacke! War ein Fehler, wa? Da sind ein paar mehr Ratten drin. Es sind Ratten, was erwartest du? Ja, ich hab gedacht, das wäre nur so ein Ding halt. Mordheim oder wo? Ja. Also. Ey, die sind unsichtbar. Ja, also es ist eine ganz ordentliche Siedlung, eine volle Armee in der Siedlung und noch die kleine Armee, die vor der Siedlung davor war. Ja, da darf man sich auch mal zurückziehen. Was hast du denn da drin beim Helmut Feuerbach? Ja, nur Kröpfzeug. Ja, aber wenigstens schon mal mit Schilden, ne? Die Speerträger. So, meine nächste Siedlung arschweit weg, ey. Das ist zum Kotzen. Das läuft scheiße. Vielleicht schicke ich ja den Helden da runter. Lord. Ja. Magst du gleich wieder die Pegasus-Ritter haben? Ja. Weil jetzt könnt ihr hier nämlich sehen, was der Vorteil der Bretonen ist. Die Infanteriesoldaten, das sind alles Bauern. Und je mehr Bauern ich habe, umso schlechter geht's meiner Wirtschaft. Aber dafür brillieren die in der Kavallerie. Pegasus-Ritter, fliegende Kavallerie. Das ist schon krass. Und nette Feldtrebuchets. Kann man die netten Grünhäute da schon mal gerne zusammenschießen. Kann ich hier nicht... Ich kann keine militärischen Bündnismittel eingehen. Das ist ganz schön für den Arsch hier. Oh, shit. 42% weniger Einkommen durch die Höfe. Plus die Plünderung. Das ist nicht gut. Sigma lightens my steps. You're not right in the head. Wolfsstreitwagen. Wildorg-Wildschweinreiter, Ork-Wildschweinreiter, Bogenschützen, Spiekerschützen der Wildorks, Nachtgoblins, Fanatics, Wildorks, Schwarzorks und ein Nachtgoblin-Warboss. Yep. Deine Runde. Jo.
Das Gute ist, dass meine Infrastruktur relativ gut ausgebildet ist. Dass ich zwischen Coron und Marienburg quasi ein bisschen mehr als einen Marsch brauche. Aber zur Unterstützung müsste ich eigentlich rankommen. Nein! Das ist schon witzig. Oh fuck. Warum da auch immer da oben auf einmal Rebellen der Vampirfürsten auftauchen. Ja, aber hast du mal gesehen, wo die Ork-Armee steht? Ja, habe ich gesehen, deswegen habe ich gelacht. Fuck. Ja, jetzt mach erstmal da die Orks weg, der belagert jetzt erstmal. My reputation precedes me. Du sollst die Schleunigst wegmachen. Ja, ich weiß. Versuche ich ja. Wieso kann ich den... Ach, Marsch ist noch aktiv. I will see it done. My strength and wisdom are yours. Glory awaits. King of Bretonia, ride to glory! Ah ja. Er haut zumindest nicht ab. Oh, immerhin, ne? Gefecht führen. Hast du die Siedlungsverstärkung auch noch drin? Nee, nur Tancred le Bleu. Der stand genau ein Feld zu weit weg. Das macht der PC ja recht geschickt immer. Ich frage mich, warum direkt am Anfang echt die Armee von dem so stark ausgebildet sein kann. Das sind halt schon die Wildschweinreiter da. Das sind halt schon Ich die weiß. höchste Kavallerie, die Orks haben können. Genauso wie das Katapult ist halt auch das höchste. Ja, das ist halt dieses Event, denke ich. Damit verhindert wird, dass die Bretonen sich zu schnell ausbreiten. Aber 20 Runden, das ist schon übel. Wäre übrigens ganz cool, wenn du mir irgendwie ein paar Kreuzerchen zukommen lassen würdest, weil ich habe jetzt mittlerweile schon Verschleiß. Ja, du musst deine Armee jetzt auflösen. Die zweite, nach der Schlacht löst du die Armee auf. Zumindest die Bauern daraus. Ja. Ach, guck mal, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Die Frage ist, greift er an oder greift er nicht an? Ich denke, der wird angreifen. Ich lasse, glaube ich, meine Treebox da mal stehen. Die Pegasi gebe ich dir wieder. Jo, ich bitte darum. Battle ready! So, Speerknechte. Speerknechte. Kavallerie. Guck mal hier hin. Die Lady bleibt da und die beiden Schwertkämpfer können da den Bogenschützendeckung geben. Ja. Sollte funktionieren. Mit der Verstärkung. Ach, die lassen die Dinger nicht alleine. Ich würde ja gerne die Katapulte angreifen, aber
Du siehst, was da drumherum ist, ja. Orks, der Wildschweinereiter, okay. Spinnenreiter. Hast du es gerade langsamer gemacht, oder? Eigentlich nicht, nein. So. Pikeniere rein da mit euch. Von der rechten Seite ein bisschen lange genommen. Ja, keine Panik, alles gut. Da kommt ja gerade die Verstärkung noch an. So, die Katapulte mache ich jetzt gerade auf jeden Fall kaputt. Perfekt. Armed and ready! Kill them all! Oh, verdammt, da ziehen sich Ritter zurück. Der Goblin Warboss hier. Da können noch meine Helden mal ran. Hey.
Power of Light. Da rennen ein paar Pikeniere weg. Schick die mal um und lass die auf die Wildschweine weiter. Okay, bricht gerade was. Ja. So, wollen wir meine Ritter hinterher schicken? Die haben leider ordentlich gelitten hier. Ach stimmt, Leon Kerr reitet ja mittlerweile auf Pegasus. Habe ich total vergessen, den habe ich ja schon mal geupgradet. So, der feindliche Anführer ist hinüber. Ja, sieh zu, dass du so viele Einheiten wie möglich noch unter 10 kriegst. Ja, ich bin dran. Also sobald die unter 10 sind, kannst du auch abbrechen. Dann... Ja, die sind noch recht groß. Ja. Das ist eine Truppe mit 106 Goblins. Ach, den Helden habe ich total vergessen. Können auch mal noch attackieren hier. Ist auch das Schöne an Bretonia, ne? Die haben direkt berittene Kommandanten. Ja, das stimmt. Kannst du mal ein bisschen schneller machen und deine Reiterei hinten noch eben den Befehl geben, nochmal hinter welchen herzustellen. Läuft das bei dir eigentlich flüssig? Oder bei mir ist das stellenweise nur so. Ja, so normalerweise läuft es flüssig. Ich habe nur heute irgendwie. Wie gesagt, ich nehme an, da ich den Rechner heute zu lange an habe. Oh, irgendein Achievement habe ich gekriegt. Das hätte besser ausgehen müssen, aber eigentlich können wir zufrieden sein. Die Bauern haben das gemacht, was sie, wofür sie da sind. Die haben schwerst gelitten. Nur der eine Trupp fahrende Ritter, beziehungsweise Ritter des Königs sogar, die sind bis auf 5 Mann runter. Das war... mies, ich habe die aus dem Pult nicht mehr rausgekriegt. Ja. Könnte sogar sein, dass sie drauf gehen. Und 323 Mann Verlust, das ist okay. Wenn du kannst, musst du jetzt direkt gleich nachsetzen. Das Gute ist ja, dass ich da tatsächlich genug dabei habe. Na, hast du Glück gehabt, das hast du nicht verloren. Champion of the Lady. My strength and wisdom are yours. Kannst du direkt nachsetzen? Ja, ja. Nochmal angreifen. Sogar mit beiden theoretisch. I go thither. Cleanse our land.
Nur den, das Gefecht müssen wir auch manuell führen, weil ich verliere sonst die Ritter. Und das will ich nicht. Weil die kriege ich noch nicht wieder dazu. Ja. Ja, dann. Na, ich hätte vielleicht auch das Level ab mal eben machen können, verdammt. Hallo Xenon. Willkommen an Bord. So, jetzt müssen wir also eigentlich nur eben in der Flucht schlagen. Ah, mal eben, ne? Ja, die sind gerade schon einmal ausgewichen, das heißt, werden sie jetzt werden sie vernichtet. Ja, solange wie nur die Bauern draufgehen, ist das okay. Du willst die Pegasi wieder? Ja. Auch normale Kavallerie noch, oder soll ich die weiter kontrollieren? Pegasi reicht, ne? Kannst okay. Die normale Kavallerie kannst du im Prinzip schon hinten lassen, einfach. Die einen würde ich sogar direkt fliehen lassen, nicht, dass da aus Versehen noch ein Unfall passiert. Ja, die Frage ist, greift der mich an oder greift der nicht an? Was meinst du? Diesmal wird er aber nicht angreifen. Dann behalte ich wahrscheinlich die Stellung tatsächlich so. In die Tribox hier rüber. Ne, dahin, so. So, die Bauern machen das, was sie am besten können. Stell die schon mal schräg, dass sie in die Richtung schon schießen können. Die sind doch schräg. Ja, okay. Oh, ich glaube, ich stelle die Schildträger direkt davor. Schildträger, Speere daneben. So, die normalen Speerminnekes dürfen den ersten Ansturm erleben. Dabei sterben wahrscheinlich. Bogenschützen. Oh, das sieht doch eigentlich ganz passabel aus. So, los geht's. Greift doch an. Das sind Orks. So, da kommt Tankreds Armee. Defensive Position! Battle ready! With haste! Man at arms! Yes, my lord! Cavalry Charge über den Fluss wäre wahrscheinlich nicht so pralle, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte sie ganz gerne hier aus dem Wald wieder raus. Full tilt! Swiftly! Komm, ihr Wildschweinereiter. Ich habe ein paar Speere für euch. Please, death of the lady!
wechsle mal das Ziel mit deinem Bogenschützen. Knallt mir meine Pegasi weg. Isaac Bowman! Fire! Hold and steady! Fighters! Quick now! Yes, my lord. Doing our duty. We obey. Knights of the Isle, post haste. I see glory. No, ganz auf Gesicht beenden gehen. Ah ja, stimmt, ist ja egal. Die hauen ja ab. Hackspinnentöter. Aber jetzt bin ich froh, wenn dieses blöde Event mit den Ork-Überfällen aufhört. Wie lange hält denn das noch? Es dürften jetzt noch 6 Runden sein oder so. Eventuell war es ein Fehler von mir, dass ich Marienburg so früh eingenommen habe. Jo, ich hätte das vielleicht erst abwarten müssen. Und dadurch bin ich natürlich jetzt im Zwei-Fronten-Krieg. Wäre wahrscheinlich besser, wenn du mit Marienburg einfach Frieden geschlossen hättest und ich mir die irgendwann dann halt hätte einverleiten können. Ja, das Problem ist, dass die recht stark werden, ne? Für eine kleine, für eine kleine Funktion. Die haben sich da jetzt das zweite Mal zurückgezogen. So, nicht der, der ist weiter abgehauen. Ja, wahrscheinlich wird er noch weiter abhauen. Wir haben noch einige überlebt. By the light of the lady. Ja, das ist ja doch vernichtet. Ist hinüber. Nein, ist vernichtet. Do you know who I am? So. Ja, dann sieh zu, dass du deine zweite Armee aufgelöst kriegst. Very well, I go. Guardian. Yes, das hat gereicht. Es ist zwar jetzt nicht mehr viel da, aber egal. So, wie sieht's bei euch aus hier? Glory awaits. So, strahlende Rüstung, Schwert von Coron, Königs Pegasus. Ja, ich denke mal, ich baue noch mal einmal die Tribox aus. Ja, jetzt haben natürlich alle ein Level up. Ein Einhorn! Das müssen wir haben. Was? Die Zauberin, die ich dabei habe. Oder die Maid, wie sie hier so schön heißt. Ja, die kann auf dem Einhorn reiten, oder? Yep, die reitet jetzt ab sofort auf dem Einhorn. Ja, süß. Ne. Ach, guck mal, der hat noch ein Level-Up, sehe ich gerade. Dann machen wir Uranons Donnerkeimer noch auf Stufe 3. So. Und da wäre die... Angriffsbonus. Ja, ich glaube... Ja, doch, den Angriffsbonus, den erhöhen wir. So. Noch einer.
nichts dabei, was sich gerade lohnt zu kaufen. Honor before glory. You seek the lady's favor. Mal so ein Feld. Das bringt auch nichts. Yes. No. Bist du noch ein bisschen zu Gange oder gehe ich mir mal rauchen? Ich mache gerade nur noch die Forschung. Na dann. Ja, wobei dann geh du rauchen, dann kann ich Diplomatie nochmal abschaffen. Ja, okay. Dann bin ich nicht böse, wenn ich das verpasse. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ich glaube, Geld bringt mir gerade ein bisschen mehr. Nee, das wird er nicht tun. Glaube ich nicht. Protector of the realm. Welcome, friends. Let's hope we can come to an accommodation. I will not. Die immer so stolz sind und hier kein Bündnis eingehen wollen. The lady grants you safe path. Do you know who I am? The laws of chivalry demand I hear you. Will ich jetzt schon eine Allianz kann ich mir noch nicht erlauben. Das wird mich zu sehr nach hinten bringen. Welcome to Fair Bretonia. Komm, Alberic. Dankeschön fürs Handeln. So. Valiant Lord, the lady grants you safe passage in this. I refuse. Welcome to Fair Bretonia. The Empire. Ach, Mensch, verklickt. So. Yes? Approach and make your offer. Yours is a long ride home through the Grey Mountain. Greetings on behalf of the Empire. Now what bring... Ah, wir Menschen müssen ja zusammenhalten. So. I will listen, but my time is short. We cannot. Okay, der will nicht. What? Once. By Sigma's will, come in peace. Empire's blessing. Yes. Come then, only Sigma. Who calls? All right. Here come the embodiment of mounted arrogance, the Bretonian Knights. Gott, dann kriegst du jetzt kein Friedensangebot hier. Wer mich so beleidigt? Ja, oder bin ich wieder? Ja, willkommen zurück. Dann wärst du jetzt dran. Toll.
So. Ist er fake Uriel? Er ist nicht auf Toilette gegangen. Ja. So, was ist denn die billigste Einheit, die ich habe? Normalen Speerkämpfer. Kacke. Kannst du mir mal ich handle dich mal eben an. Also wenn du jetzt Geld von mir haben willst, muss ich ablehnen. Du kriegst ja in der nächsten Runde wieder. Ich habe nur 1365. Das reicht, dass ich mir für die nächste Runde eine Armee zusammenstellen kann, dass ich dir gleich helfen kann. Also ich brauche halt eine zweite Armee da. Wer bist du denn immer? Koron oder Karaskon? Koron, ne? Koron bist du. Corona, genau. Xenon springt dich gleich mit nackten Hintern ins Gesicht. Ach, wer weiß, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht aussprechen kann. Wobei die Frage ist sowieso, ob da eine französische Aussprache die richtige ist hier bei denen. Do you wish the ladies... Oder ob das auch so pseudo-französisch ist, weißt du, wie das Gothic, was die in Warhammer 40.000 sprechen. Ja. So, wen will ich denn hier? Also ich würde ja jetzt am liebsten meine Bevölkerung aus Marienburg mal abziehen. Das sieht da echt scheiße aus. Also im Grunde vier feindliche Armeen, ja, fünf, wenn man den Emil dabei nimmt. Ich würde ja echt gerne helfen, aber ich kann mich gerade noch nicht. Ich muss halt erst die Rebellen vernichten. Hattest du keinen Energy Ring parat? Nein, hatte ich nicht. I am the blood of Z. Wieso habe ich eigentlich hier noch einen Speerknecht so viel? Müssen wir gleich mal wieder zusammenziehen und dann... Ach toll, da hinten sind dran. Ja, scheiße, hab ich nicht gesehen. Automatisch? Ja. Das Gefecht führe ich nicht. We march! Nein, scheiße! Ah, fuck, jetzt soll ich wieder. Vor allem Gorsel da hinten, das liegt so offen. Da musste ich nur noch über den See und zugreifen, oder? Oder Arnau da hinten. Wobei, das will ich glaube ich gar nicht haben, wenn ich mir angucke, was da gerade für Norskaberbahn anlanden. Da kommt nicht Wulfric gerade an. Sind übrigens noch 6 Runden mit den Einfällen der Grünen heute. Jo, deine Runde. Ja.
Frieden verhandelt. Aufständische Gips gehalten und mit den Halbmond. Manfred von Karstein ist ein bisschen weitergezogen. Holy crap. Ja, ne? Scheiße. Ja, vor allem, der hat ja schon schön seine Fluchritter. Ja. Der startet mit den Dingen. Was mit Vieren? Achso, ne, das nicht. Ja, eben. Ja, mit dem Wargulf startet er halt auch. Drückst du nochmal aufs Häkchen? Achso, sorry, ich habe mir gerade die Armee noch angeguckt. Ja. Na toll, ist auch noch erobert. Also, es klingt so danach, dass die Verstärkung ausbleiben wird, ja? Nö, ich hab ja da hinten. Echt jetzt? Führen wir nochmal hier ein Gefecht. Ein Hinterhalt. Ja. Zusehen? Toll mit dem. Na, ja, klar. Die Skaven. Yes, yes. Skaven-Dinger groß, groß, groß sind. Plan Kretzus. Gesundheit. Ja. Ja, ich muss jetzt da hinten endlich eine Kriegsfront auflösen, sonst bin ich zu sehr gesplittert und ich kann halt steck halt momentan die ganze Kohle in die Armeen, damit ich irgendwie die Brandherde gelöscht kriege. Mhm. Ist ja quasi schon wie auf der Arbeit, weißt du? Keine Kohle für nix und nur eben die Löcher flicken. Die Löcher flicken. Wenn du das sagst. Nee, das hat damit jetzt nichts zu tun. Ja, die sind aber echt schon dicht bei mir gestartet. Ja klar, sind Skaven. Und die werden wieso feindliche Unterstützung? Boah, ich sehe so gerade gar keine Möglichkeit, ey. Du hast ja keine Chance, mal deine Formationen umzudrehen. So nee. Dicht wie die sind. Ja, am besten Angriffsbefehl geben. Die Bogenschützen irgendwie schnellstens nach hinten. Ich würde versuchen, die mit den Trägern irgendwie jetzt den Hauptschlag zu kriegen und dann mit den Schwertkämpfern immer wieder in die Lücken nachstoßen. Ja, ich kann jetzt gerade nur. Ich kann jetzt gerade mal echt einfach mal in den Angriff gehen. Versuchen halt den Kommandanten zu töten. Sag, stech die Ratte ab. Ah, das Gute ist, die meisten sind Sklaven. Skaven-Sklaven.
Alter, du siehst ja hell schnell. Guck dir das mal bitte an. Mhm. Jede Attacke ist ein Toter von deinen Soldaten. Ey, der wirbelt da gerade zwei Truppen auseinander, ey, das ist doch unglaublich. Skaven. Auf hier. Ja, was soll ich tun? Den hinteren Speerträger angreifen lassen, damit die anderen die Schwertkämpfer nicht im Rücken haben. Ja, die sind halt alle schon im Kampf. Ah, da blinken die ersten schon, das ist. Perfekt, da fliegen sie. Kennst du das Spiel noch Mark of Chaos? Das war quasi, bevor die Total War-Reihe das für sich entdeckt hatte, war das halt sowas ähnliches schon. Und da konnten die Helden tatsächlich Duelle führen. Das haben sie ja jetzt erst in Three Kingdoms eingeführt. Ey, wo kommt der denn da hinten her? Trin, der korrumpierte Assassin. Der ist halt sau schnell. Ne, ich hab den Kommandanten mir angeschaut gerade. Ne, das ist die ganze Zeit der Held. Boah, heftig. Ja, und halt diese Skaven-Fähigkeit, dass du eine gewisse Anzahl an Clan-Ratten zur Verstärkung rufen kannst. Das ist schon. Jetzt guck dir den Helden an, wie schnell der da rennt. Das ist echt fies. Hä? Ja. Ne? Ja, ist halt ein Assassin, ein Gossenläufer. Der sieht aber auch echt fies aus. Ich sag, da flog die Armbrust durch die Gegend. Der ist mal mindestens so schnell wie andere Helden auf Pferden. Ja, der Kommandant bricht aber gerade zusammen. Ich irgendwie gerade jetzt eingekesselt kriegen. Ah, er schickt seinen Assassin zur Unterstützung. Der Kommandant muss halt sterben. Dann kann ich mich um den Helden kümmern. Not mine, fight! Scheiße. Kannst du schon Kanonen bauen und Kavallerie oder? Nein. Okay. Sei froh, dass der da keine Warpstone-Flammenwerfer dabei hat. Schattenläufer im Anmarsch. Ja, ist halt so. Scheiße, jetzt kommen Verstärkungstruppen von hinten. Oh, Mist. Ja, komm mal zurück.
Hast du wahrgenommen? Ja, ja, habe ich wahrgenommen. Ach du Schande, jetzt hat er sich auch noch gesammelt da oben im Wald. Eventuell, wenn du kannst, mach hier eine Verteidigungslinie. Also Richtung Wald. Warum rennt ihr denn nicht weiter, ihr Idioten? Alter, es ist so zum Kotzen, ey. Den Wald hier würde ich räumen. Ich kann nicht in den Wald. Eventuell hier. Ah, die sind ja alle so schnell. Selbst die normalen Rädchen, die sind ja. Vergiss deinen Chef nicht, ne? Ja. Unterwegs. Willst du mir das Kommando über die Armbrustschützen und so geben? Gott. Ja, ich weiß. Jetzt weg. Das ist nicht wahr, ja. Keine Chance für deine Soldaten. Es ist halt auch die alleine werden die plänkeln. Oh, warte, jetzt erstmal hier. Jetzt knallt mal eben den Kommandanten weg, der hat nur noch 400 Life. Und da kommen die nächsten Truppen. Aber die Schattenläufer haben, glaube ich, ihre Schleudern verschossen. Ja, der Kommandant ist auf jeden Fall schon mal tot.
Mann, 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 wir sind ein paar Leute geflohen jetzt hier. Die brechen dir gerade alle weg. Ja, was soll ich tun? Nichts mehr. So ein paar sammeln sich hinten noch, aber die sind, glaube ich, auch direkt schon in der... Naja, tatsächlich stehen noch. Chef ist natürlich gerade übelst umzingelt. Ich komme überhaupt nicht mehr da durch. Oh, ich habe auch keine. Okay, so nahe, wir ziehen wieder zurück. Mann nach der Niederlage. Ja, das waren ein paar viele. Es sind Ratten. Die Skaven. Und vor allem, wenn das jetzt zweier... Nee, das ist doch nur eine Armee gewesen. Wo kamen denn die ganzen Helden auf einmal? Das siehst du gleich noch. Das waren zwei Armeen. Einmal mit 1875 und einmal mit 1201. Ja. Ja, und wenn du davon ausgehst, standardmäßig haben die, glaube ich, drei oder viermal diese Fähigkeit zum Rufen. Das mal wobei zwei, ich glaub, wahrscheinlich. Mal, ich glaube, der hat noch nicht mal gerufen. Doch, so zwischendurch hat er gerufen. Also es kamen immer wieder frische Clanratten. Naja. Das heißt, bis maximal so 10-mal Clanratten rufen wäre drin gewesen. Volle Regimenter. Ja. Dann nimmt dieser Billo Standardeinheit, ey. Boah. Also ich weiß nicht, irgendwas ist an dem Schwierigkeitsgrad verkehrt. Ich habe noch nie so Probleme gehabt, als jetzt da, wo ich mit dir da spiele. In jeder Kampagne, die ich spiele, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, komme ich zumindest über die ersten Runden locker drüber hinweg. Ah, ich denke mal, dass die Koop-Kampagne angepasst ist. Murta, hat er gerade eben da das eingenommen? Das war doch in Karlsteins Hand. Eine unterirdische Stadt? Kann ich eigentlich nicht erklären. Ja, genau. Ich hätte zwar gerne das Schwert von Leon Kerr, aber das kann ich jetzt im Moment noch vergessen. Ach, der hat mir die komplette Armee vernichtet. Das ist ja natürlich auch scheiße. Aber was ich nicht verstehe... guck mal hier, der hat mich ja... Hier hatte der mich ja irgendeine... beziehungsweise... erwischt. Klar, den Ding hatte ich doch gerade wieder zurückgeholt, dann bin ich doch hier hochgelaufen. Da ist kein Dorf mit Murtang-Verstärkung oder so. Das war ein Held wahrscheinlich, der Mord hieß. Naja, jetzt habe ich gleich auf jeden Fall mehr Kohle.
the blood of Sheen. Shock off. I ride. You seek the lady's favor. Luan Leoncoeur. Ich glaube, ich versuche mal einen Frieden zu machen mit Marienburg. Kümmere mich dann erst um die Orks. Alright. My hand hovers close to my blade. Utter your demand before I raise it. I will not obey. Na, okay, dann lehn ab. Dann ist das so. Kannst du Geld wieder zurückzahlen, oder? Ja, kannst was fordern. By the Comet! Hail to Leoncoeur! How can the Empire aid you in such evil times? Wie viel hast du denn genommen? 1320, glaube ich, ne? Ja, sowas. Fordere ein Geschenk von dir. I am Morgiana, Fey Enchantress of Britannia. Jetzt zieht gerade ein Gewitter auf. Do you know who I am? Welcome to Fair Britannia. Never! Welcome to Fair Britannia. Armored in faith, the lady grants you safe passage in these lands. You mewling fool. Okay, was hältst du davon, dass wir dann für heute Schluss machen? Na, jetzt schon? Weil wenn nämlich jetzt... Ja, ich weiß, aber wenn jetzt das Gewitter aufzieht... Dann werde ich hier nicht mehr sauber spielen können, tatsächlich. Ja, gut, dann. Na, dann würde ich mal abspeichern jetzt gerade. Ja, dann können wir gucken, ob wir Sonntag oder so nochmal weitermachen können. Ja. Irgendwie stressig. Also Sonntag komme ich aus der Nachtschicht nach Hause. Sollte funktionieren, denke ich. Ja, naja, sagst du, schreib's einfach irgendwann. Ja, dann passt das schon. Genau. Ja, das Beschissene ist, ich habe aber auch vorhin durch die... Ich hätte das noch nicht annehmen dürfen. Die Föderation oder Konföderation. Hätte ich nicht annehmen dürfen, weil ich bin dann jetzt halt auch durch die... dadurch halt in der imperialen Autorität halt gesungen. Und hab halt jetzt da minus. Ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das wieder hochkriegen kann. Ja, das Problem habe ich auch, dass ich bei Britannia recht schnell auch eine Kooperation dahin kriege. Aber das wirft dich um, keine Ahnung, 10, 20 Runden zurück. Weil du ja immer hier mit den Bauern da so romantieren musst, damit das nicht zu viel wird und 50 verschiedene Ritterarmeen da durchs Feld jagen zu lassen, bringt jetzt auch nicht so viel. Ja. Ja, aber sei es drum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Ich glaube, wir beide hatten das, oder? No. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, es ist halt stressig, weil halt gerade an jeder Ecke alles am Brennen ist. Auch die Zufriedenheit in meinem
Bereich ist halt auch gerade richtig schlecht. Dann habe ich halt immer noch in Altdorf oder irgendwo müssen da noch Skaven oder sowas sein. Die Korruption ist halt auch mies und ja. Manfred marschiert bei mir ein. gerade alles ein bisschen doof. Ja, ich meine, guck mal bei mir rüber. Also ich sehe auch eine Menge Rot. Ich sag, ach, guck mal, Wulfric, der wandert jetzt auch mal in meine Richtung noch wieder. Ja, oh, wenn sonst nichts ist. Doch, der ist mit dir im Krieg. Ja, klar ist der mit mir im Krieg. Warum ist er mit dir im Krieg? Also mit mir ist er nicht im Krieg. ich glaube, wir waren von Anfang an nicht gut aufeinander zu sprechen. Naja. Und jetzt natürlich, Marienberg, Burg hat natürlich mein Friedensangebot nicht angenommen.